So, servus Freunde, willkommen zurück bei der Shisha WG. Heute habe ich direkt zwei Themen für euch in einem Video. Einmal geht es um ein Tabak-Review zu dem Mr. Brom von Nagilam und mein kleiner Ersteindruck zu dem Solaris. Das ist nämlich der erste Kopf, den ich jetzt da drin rauche. Der Kopf kam ungefähr vor einer halben Stunde bei mir an und deswegen gibt es natürlich sofort den Ersteindruck. Aber ich würde sagen, wie gewohnt, fangen wir erstmal mit dem Tabak an und wir schauen uns mal den Kopfbau an. Da seht ihr schon, es ist ein sehr schöner, heller Tabak, der ordentlich feucht ist. Der Schnitt geht auf jeden Fall klar, lässt sich sehr angenehm bauen. Der Solaris ist auch ein Kopf, der relativ einfach zu bauen ist. Auf den Kopfbau gehen wir da aber gleich nochmal genauer ein, beziehungsweise wie man den Solaris am besten baut und auch raucht. Aber Schnitt und Feuchtigkeit sind auf jeden Fall sehr, sehr nice und ich finde, das Ganze sieht sehr gut aus. Ihr habt ein kleines bisschen überschüssige Molasse da drin, was gerade, wenn man den Preis bedenkt, denn der ganze Tabak, also die 200 Gramm Dose, die ihr hier kaufen könnt, kostet 17,90 Euro und ist damit wieder mal 1 Euro teurer. Also wir pendeln uns langsam schon so in die 18 Euro Richtung ein. Da würde ich mir dann aber doch wünschen, dass da keine überschüssige Molasse am Start ist. Nichtsdestotrotz, Tabakqualität geht auf jeden Fall klar. Den Rauch seht ihr ja nebenbei schon die ganze Zeit, aber ich ziehe noch ein paar Mal, dass wir uns das mal richtig gut angucken können. Ich denke, da kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Dicke, dichte, weiße Wolken kommen da raus. Läuft auf jeden Fall sehr, sehr gut. Kein Drücken, kein Kratzen, einfach nur richtig fette Wolken. So, dann kommen wir mal zum Geruch. Es handelt sich bei dem Mr. Brom, wie man am Namen schon erahnen kann, um ein Brombeertabak. Ich würde sagen, wir schnuppern mal dran und gucken mal, wie das Ganze riecht. Also geruchlich gefällt er mir auf jeden Fall schon mal nicht so gut. Er hat eine sehr künstliche, fast stechende Note. Man riecht so eine leichte Brombeer raus, sie ist aber extrem künstlich und ja, Geruch gefällt mir auf jeden Fall nicht so gut. Hoffen wir mal, dass der Geschmack da besser ist. Und damit kommen wir auch direkt zum Geschmack. Im Geschmack ist er auf jeden Fall besser als im Geruch. Ihr habt eine ganz leckere Brombeere im Mundraum, wenn ihr ausatmet. Er schmeckt allerdings nicht mega gut. Also er hat immer noch eine sehr, sehr künstliche Note und irgendwas gefällt mir da gar nicht dran. Es ist fast so ein bisschen bitter oder vergammelt, würde ich fast sagen. Natürlich nicht extrem, er schmeckt immer noch gut. Aber es ist definitiv nicht mein Lieblingstabak. Und ich muss auch sagen, die Dose hält schon relativ lange und ich habe das Review relativ lang von mir hergeschoben, weil Nagilam eigentlich voll die coole Marke machen, extrem coole Pfeifen. Aber der Tabak, also die Sorte hier, überzeugt mich auf jeden Fall schon mal nicht. Die Brombeere ist ganz nice, aber diese Noten, die da noch so mitschwingen, sind einfach nicht so meins und deswegen kann mich der Geschmack einfach nicht so krass überzeugen. Sternebewertung für den Tabak. Ich kann beim besten Gewissen einfach nicht mehr geben als 6 Sterne. Es ist eine sehr, sehr geile Idee. Ich habe sehr gehofft, dass der Tabak besser wird, beziehungsweise dass der Tabak gut wird. Er schmeckt schon ein bisschen nach Brombeere, aber diese Noten, die mich da einfach dran stören, ja, die lassen mich da einfach keine gute Note geben. Der Preis kriegt ein kleines bisschen Abzug und zu viel Molasse kriegt auf jeden Fall auch ein bisschen Abzug. Plus der Geschmack ist einfach nicht 1A und hat diese komischen Noten dabei. Und deswegen kommen wir dann leider nur bei 6 Sternen raus. Man kann ihn immer noch rauchen und der qualmt auch sehr gut und er lässt sich sehr, sehr gut rauchen. Aber ja, geschmacklich überzeugt er leider nicht so und deswegen 6 Sterne. Ja, noch so ein kleiner Ersteindruck zu dem Kopf. Ist wie gesagt erst das erste Köpfchen, das ich da drin rauche. Und ich hatte auch ein bisschen Schiss, dass ich irgendwie beim ersten Mal Setup verkacke oder sowas. Aber es läuft auf jeden Fall extrem gut. Der Tabak lässt sich auch in vielen Setups sehr gut rauchen. Ich bin mal gespannt, welchen Tabak man alles gut in dem Solaris rauchen kann. Aber man sieht ihn ja sehr, sehr häufig auf Instagram mit verschiedenen Marken, die da drin geraucht werden. Und anscheinend läuft da ziemlich viel, ziemlich gut. Der Kopf ist übrigens extra für die Smokebox gebaut, also ist dafür gedacht, ein HMD, ein Heat Management Device da oben drauf zu setzen, wie zum Beispiel eine Smokebox, ein Apple on top und so weiter. Und ich muss sagen, es funktioniert mega gut. Ich habe jetzt nur 2 Kohlen da drin und es läuft wirklich einwandfrei. Ich habe die Smokebox noch kurz mit auf den Anzünder gelegt, dann mit 2 Kohlen da auf den Kopf und es raucht wirklich mega gut. Der Geschmack ist sehr intensiv am Start, also genauso wie man das haben möchte. Der Kopf kostet auch inklusive Versand auf Amazon mit Prime nur 15 Euro, was ich mega gut finde. Also wenn man überlegt, was die meisten russischen Köpfe so in Deutschland kosten, dann ist 15 Euro auf jeden Fall somit das günstigste, was man kriegen kann. Optisch hat er mich am Anfang einfach gar nicht abgeholt. Ich habe immer gesagt, das ist der Blumentopf-Kopf. Ich muss sagen, die Maserung ist mega schön. Ich hatte ihn auch schon in Weiß in der Hand. Das gefällt mir auch super gut. Die Tonsorten finde ich nicht ganz so hübsch, aber gerade hier dieses Dunkle passt auch einfach mega gut zu dem dunklen Kohleteller von meiner Shishaya. Ich rauche übrigens gerade in der Kaili 350, falls ihr euch das fragen solltet. Und ja, ich bin auf jeden Fall mega überzeugt. Ich bin gespannt, was der Kopf noch so mit anderem Tabak kann.
Aber bis jetzt läuft er auf jeden Fall hervorragend und für nur 15 Euro geht er auf jeden Fall eine Probierempfehlung raus. Also wenn ein Kumpel von euch vielleicht daheim hat, einfach mal testen, ob der euch bei dem passt. Und ansonsten 15 Euro kann man auch mal investieren. Ich denke, das tut nicht zu sehr weh. Ist auf jeden Fall kein Fehlkauf und sollte, glaube ich, in den meisten Shisha-Schränken daheim auf jeden Fall am Start sein. Negative Punkte habe ich eigentlich bis jetzt nur wirklich einen und das ist der Tabakverbrauch, denn das Depot ist schon relativ groß und dadurch, dass das Tabakdepot auch relativ flach unten aufgebaut ist, muss da auch wirklich diese Tabakmenge rein. Ihr müsst ihn auch fast bündig bauen, damit die Smokebox schon fast Kontakt hat, ansonsten kommt da einfach nicht genug Hitze an, habe ich so das Gefühl. Ich habe ihn jetzt relativ bündig gebaut, ihr habt es ja im Kopfbau gesehen. Und so läuft er auf jeden Fall top, aber ich würde schon schätzen, dass da jetzt gut und gerne 20 Gramm Tabak drin sind. Ich denke, da kann man auch nochmal Kohle nachlegen und den auch ordentlich dann rauchen. Wie gesagt, es sind 20 Gramm Tabak, damit müsstet ihr auch einiges an Zeit überbrücken können, also anderthalb Stunden sollte das locker laufen. Ich hatte zwischenzeitlich mal kurz nur eine Kohle drin, aber ja, ansonsten gibt es eigentlich wirklich nichts zu meckern. Ich finde ihn optisch mittlerweile richtig schön, also wie gesagt, am Anfang komplett gehasst, aber mittlerweile holt er mich auf jeden Fall ab. Die Blumentopf-Optik muss einem auf jeden Fall gefallen, aber es ist auch mal was anderes. Und hey, für 15 Euro über Amazon kann man das auf jeden Fall mal ausprobieren, das würde ich euch auch ans Herz legen. Dann ist es ein schöner Kopf, der auch sehr, sehr gut funktioniert, wenn man erstmal über diese Blumentopf-Optik hinwegguckt. Ja, das soll es halt auch erstmal zu dem 2-in-1 Video gewesen sein. Leute, lasst gerne mal einen Kommentar da, was ihr schon so von Nagi denn probiert habt und welche Sorte ihr von den Jungs am besten findet. Und lasst auch gerne mal einen Kommentar da, falls ihr mehr und noch eine ausführliche Review über den Solaris-Kopf sehen möchte, dann bringe ich das natürlich nochmal gerne, wenn ich da mehr drin geraucht habe. Aber erster Eindruck ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Ja, also lasst mich mal wissen, was ihr denkt über die 2-in-1 Videos, den Nagelem-Tabak und auch den Solaris-Kopf. Schreibt unten einen Kommentar rein. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne noch ein Abo da oder einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha-WG.